Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Advent-Video vom Landwirtschaftssimulator 2018. Wir haben jetzt hier gerade noch das Feld zu säen. Wie gesagt, es tut mir leid, dass halt jetzt nichts gekommen ist, aber ich habe es gleich gesagt, dass ich weniger mache, vor allen Dingen schon. Ja, jetzt ist so wieder die Weihnachtszeit. Genau, jetzt kommen auch wieder mehr Modell-Eisbahn-Videos auf meinem Zweitkanal. Und am Jahr kommen dann nämlich immer mal Eisenbahn-Videos. Aber weniger Modellbahn-Videos, weil das ja die schöne Zeit für den Modellbau ist immer im Winter. Also für die Modellbahn. Für den Modellbau ist das Sommer natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich bin auch jetzt am Wochenende schon wieder weg. Bin nämlich gar nicht da. Wir sind nämlich unterwegs. Ich war auch schon in Eckfelden. Bei denen habe ich aber leider keine Chance gehabt, ein Video zu machen. Sonst hättet ihr natürlich auch was sehen können. Aber das war mir leider unverdient geblieben. Dafür gibt es halt jetzt hier ein bisschen LS18 Farming. Wie gesagt, schaut gerne mal vorbei bei meinem Zweitkanal, weil dieses Hobby ist sehr out in letzter Zeit und ich hoffe, dass es vielleicht den einen oder anderen vielleicht doch ein Stück weit interessieren könnte. Jetzt hat sich der Traktor. Also nachts ist echt doof zu säen, aber ich habe mir das gerade nicht ausgesucht jetzt als Tag. Aber der Bulldog ist ganz schön schnell. Weil er dann eine Sämaschine in Droh hat. Sollten wir dann vielleicht auch mal waschen vor allem. Hm? Ich bin auch leicht verschnupft. Wenn man es hören sollte. Okay, das Feld ist gemacht. Okay. So, jetzt haben wir da mal einen Helfer eingestellt, weil das nervig ist. Die ganze Zeit da. Aber zum Front ist schon immer noch Schnee weg. Auf Zein.
So, jetzt machen wir mal so eine Sammelstelle von den Anhänger. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Tierstatistiken? Kühe 0, Schafe 15, okay. Und dafür brauchen wir noch das Grasteil. Ich glaube, ich beschäftige mich auch mehr damit. Und ich glaube, ich verkaufe die Teile. Kipper kann man verkaufen. Ich glaube, wir kümmern uns mal lieber um das. Um das. Wie macht noch? Dann holen wir uns die Dingetechnik. Jupp. Dann in New Holland. Ballen müssen noch gepresst werden. Okay, also wie gesagt, ich glaube, ich beschäftige mich lieber damit. Tiertransporter kann man nicht verkaufen, das wäre schön. Jetzt müssen wir sammeln. Jetzt muss ich mal zum Händler und die Sachen holen. Und der Dödel da macht. Ich glaube, wir beschäftigen uns darauf, bis wir ordentlich Kohle haben. Und dann gehen wir rein in die Bertha. Ja. Also wir sammeln jetzt die Kohle von der Wolle, die sie produzieren. Und erhoffen uns mal, dass nichts schief läuft. Ah, Anladewagen braucht man da. Nein, ein Schwader und ein Zetter und ein Schwader. Also Zetter können wir noch kaufen. Oder muss, glaube ich, der Bullock mal weg. Ja, obwohl, wozu brauchen wir die Düngemaschine? Düngetechnik. Das können wir auch so wachsen lassen. Jetzt haben wir wieder 15.000. Aber zu wenig für den Sporter. Nehmen wir jetzt den Zetterer. Zetterer. Wir sammeln mit halt. Ich muss mal kurz was machen. Wir sammeln jetzt die Kohle von den zwei Weizenfeldern noch. Da bringe ich extra zum teuersten hin. Also da, wo ich am meisten Money bekomme. Und dann schauen wir mal, ob es hier haut.
Wenn wir uns einen Schwader kaufen, das wird dann ungefähr 2000 vielleicht noch so in etwa haben. Nicht, dass wir dann nochmal ansehen müssen. Das sollte man nochmal ansehen müssen, das ist natürlich doof. Dann brauchen wir wieder einen Gruber. Beziehungsweise, na, haben wir nicht ein drittes Feld noch? Ah ne, wir haben nur zwei. Okay. Ich stelle mal lieber beiseite, anstatt dass man verkaufen. Oder? Bringt uns das, wenn wir den verkaufen? 13.000. Wären wir bei 29.000. Das muss dann erstmal wieder reinfahren. So. Muss geschwadert und gezittert und. Das seht ihr aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, ne? Vielleicht werde ich es auch mal hinbiegen können, dass wir mal hier eine zweite Person begrüßen dürfen. Einen Helfer, den ich kenne, der kein Computer ist. Wie schnell ist der, wenn man das Ding ausfährt? Okay, 15, das ist noch. Weil das ist immer so eine Sache, weil manche Anhänger sind halt für manche Bulldogs nicht gemacht. Zum Beispiel der Schwader-Anhänger ist, glaube ich, nichts für den Fan, den wir haben. Und wir haben mal drum kümmern, dass wir mal einen stärkeren Bulldog haben. Traktor, 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 wir müssen jetzt der Traktor erstmal dreckig bleiben. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Weil für 1000 brauche ich nicht zur Waschanlage fahren, weil das reicht nicht. Oh, geschafft. Hab mir nur so gedacht, oh nein, nein, das packe ich nicht. Das packe ich nicht. Mann, das ist vom gleichen Hersteller. Was ist denn das für eine Kacke? Eine große Kacke. Eine große Kacke ist das. Und das ist auch nur vom gleichen Hersteller. Das ist doof. Das ist ja voll doof. Ich weiß nicht, ob der andere den besseren Zirko. So, jetzt wird abgekoppelt.
Jetzt wird es wieder Nacht. Also wir beginnen und enden mit der Nacht, schätze ich. Ja gut, jetzt sind wir hier fast fertig. Ich denke, das werde ich euch jetzt noch fertig zeigen. Mal schauen, ob ich morgen... ich werde auf jeden Fall auch demnächst mal wieder ein paar Bilder auf Instagram posten. Weil ich ja wieder unterwegs bin dieses Wochenende. Deswegen ist dieses Video vorproduziert. Falls ihr euch denkt, warum ich unterwegs bin und trotzdem Video produziere. Tja, es ist vorproduziert. Wer hätte es gedacht, nee. Das geht doch gar nicht. So, jetzt geht doch wieder das Licht aus. Jetzt wird es doch wieder morgen. Ja, okay. Ich werde jetzt noch schwadern. Zettern und dann schwadern. Und dann werden wir mit der Ballpressmaschine. Mit der Ballenpressmaschine werden wir dann noch Käme. Und dann werden wir hier schönes Radau machen. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Die letzte Folge war, glaube ich, 18 oder so.
Ja, also wir sind, ich glaube, wir sind da gut am Machen. Und wenn wir dann genug Kohle haben, können wir uns dann wieder der Landwirtschaft nähern. Weil das bringt sich jetzt nichts, wenn wir jetzt 10.000 haben und jetzt die ganze Zeit Landwirtschaft betreiben. Das kostet ja immer wieder Geld. Und irgendwann hast du dann kein Geld mehr. Deswegen gehe ich strategischer vor. Mach zuerst so viel Geld mit die Schafe, verkauft dann die Sachen, die ich für die Schafe gebraucht hatte. Also Mähwerk, Schwader, Zetter, Ballen. Na, Ballenpreise muss man ja behalten. Und dann wird halt wieder Landwirtschaft betrieben. Ob ihr das seht, das kommt vielleicht eventuell nächstes Jahr. Dann so, also es wird in die Specials wird wahrscheinlich kommen. Jetzt Weihnachts- und Silvester. Spezial. Ich werde das natürlich vorproduzieren. Nicht um 0 Uhr in der Nacht, das geht nicht. Das machen einige YouTuber. Für mich ist das gerade noch undenkbar, da ich zwar auch keine Schule habe, aber leider auch nicht ewig aufbleiben kann. Wenn ich aufbleibe, dann machen wir auch ein bisschen, also mit den Böller für meine Familie. Da hätte ich dann erst gar keine Zeit, noch irgendwie zu livestreamen. Jetzt haben wir noch eine Aufgabe, die uns jetzt wieder ein bisschen Kohle nach Midnight bringt. Das wäre toll. Wir machen 25 Minuten. Da habt ihr jetzt noch ein bisschen was, was ihr sehen könnt. So, dann sind wir jetzt mal unterwegs, ne? Mit dem Träger. Okay, der steht da oben wahrscheinlich wieder. Warte, ja, der steht bei der Tanke. Der steht bei der Tanke. Das finde ich immer so toll, wenn der normale Weg auf der Karte gezeigt wird, aber man größer drumherum kommt. Kennt ihr das? Also wenn man schneller schneller um die Punkte kommt. Also wenn man praktisch über der Map fährt und nicht der normalen Straße entlang. Oder der Programmierung, sagen wir es mal so. Der programmierten Straße. Zum Hafen, gell? Oh, 10 Minuten. Das schaffe ich jetzt in. Oh, fangen wir mit 40 die Straße entlang. Ich brauche noch 2 Minuten, mindestens. 2 Minuten brauche ich mindestens. Ich sag. Ja, was soll ich denn? Halt. Wir kürzen ab. Wir kürzen ab. Okay. Ja, okay. Ja. Das sieht schon besser aus. Auf meinem Handy, auf dem Multiplayer-Server, den gibt es noch. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das wurde nicht deinstalliert oder gelöscht oder sonst was. Was ich aber nicht mehr habe, ist dort meine zweite Map, weil das auf dem Handy so viel Speicherplatz frisst, dass ich die zweite Map gelöscht habe, soweit ich weiß. Also glaube ich. Deswegen nehme ich das jetzt gerade auf dem Tablet auf und nicht auf dem Handy. Vor allen Dingen, weil da ist Mobizen praktisch. Ist Mobizen, das war auf dem Handy war es was anderes. Aber hier ist halt das Mobizen, also der Screen Recorder. Ja, 2 Minuten. 23.000. Da kann ich mich nicht beschweren. Na, da brauche ich und kann ich mich nicht beschweren. Wir sind so toll im Reich. Na, da brauche ich mich nicht zu beschweren. So, jetzt nehmen wir jetzt noch einen Schwader mit oder nicht? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir das ja jetzt in die Kommentare schreiben, ob wir jetzt noch den Schwader mitnehmen, also praktisch so eine Abstimmung, weil ich kann das.
kann das noch nicht mit verlinken und diese Infokarte rechts oben im Eck. Das kann ich alles noch nicht. So intelligent bin ich noch nicht auf YouTube. Das heißt, schreibt schon mal unten in die Kommentare, ob ihr jetzt noch spadern oder nicht. Und dafür bleiben wir jetzt auch mal kurz hier stehen, dass ihr Zeit habt. So. 26 Minuten. Das ist okay. Und seid ihr schon wieder da? Okay. Also ich hätte jetzt gesagt, dass wir eben noch schwadern sollten. Nicht, dass es uns dann weggeht oder so, wenn wir dann hier ausmachen. Aber nicht mit dem Traktor. Wir nehmen nämlich den hier. Also ich hätte gesagt, wir müssen es noch machen. Ihr könnt das natürlich gerne bewerten und unten in die Kommentare schreiben. Ich sag bis dahin aber schon mal ciao, weil ich nicht mehr viel reden werde. Ich mich jetzt darauf konzentriere. Wenn ihr versteht, wenn ihr das versteht. Das, halt mal kurz. Das, was ich nicht kapiere an dem Feld ist, dass das dann wieder dunkel wird praktisch, so wie es davor schon war. Plus diesmal halt so, dass es halt statt so leichtes Dunkelgrün so Armeefarben wird. Also ich verstehe das nicht so ganz bei dem Feld. Wenn ihr da euch besser auskennt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir da eine Erläuterung geben könntet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn dann die Ballen gepresst werden. Umbruch. Umbruch wird Titelname sein vom Video. Umbruch, das ist gut. Wir sind der FC Bayern. Na da. Dann sind wir jetzt fertig. Dann fahren wir mal kurz hier so hin. Und dann, meine lieben Freunde, würde ich mal sagen, das war's das jetzt fürs Erste. Ich wünsche euch jetzt einen schönen zweiten Advent, ein schönes zweites Adventswochenende. Ich bin heute auf jeden Fall sehr unterwegs, da und da und dort und dies. Zwecks der Modellbahn auch. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bewertung, wir haben hier recht. Ich nehme auch gerne Kritik auf. So ist es jetzt nicht. Ich wünsche euch aber jetzt nochmal einen schönen zweiten Advent. Und damit haut rein und ciao, Leute!